Und jetzt kommt der Shimtex mit einer neuen Review. Er ist Mitglied der Rotten Mushroom Crew. Ich hab keinen Plan, warum ich das mache, denn ich führe mich auf wie der letzte Affe. Hör! Boah! Alter! Ja, ich glaube, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Donkey Kong 64. Mamma mia! Ey, oh, Boys, was geht? Wie ihr unschwer erkennen könnt, schauen wir uns heute Donkey Kong 64 an. Ich denke, die meisten von euch werden mit der Donkey Kong Country-Reihe vertraut sein, was eine echt klasse Spielereihe ist. Sogar die neuesten Teile wie Tropical Freeze sind wirklich verdammt gut und ich würde jedem empfehlen. Aber wolltet ihr nicht auch schon immer mal die volle Ladung Dong in moderner 3D-Polygon-Grafik erleben? Nein? Tja, Pech gehabt, ihr bekommt sie trotzdem und glaubt mir, ihr wollt sie auch. Also ohne jetzt blöd weiter herumzulabern, lasst uns direkt loslegen. Fuck, das ist falsch rum. Scheiße. Ha ja, man startet das Spiel und das erste, was man hört, sind Affen, die rumschreien. Grant Kirkhope weiß halt, wie man gute und stimmige Soundtracks komponiert. Und hier kommt auch schon das beste Videospiel-Intro aller Zeiten. Der legendäre DK-Rap. Derselbe Song ist übrigens in Super Smash Bros. Melee zurückgekehrt, zwar in einer völlig anderen und meiner Meinung nach schlechteren Version, hat aber auf jeden Fall jetzt was. Außerdem machen Geräusche. Im DK-Rap wird die DK-Crew, also die 5 spielbaren Charaktere, vorgestellt. Diese besteht aus offensichtlich erstmal Dong und Diddly-Dong. Allerdings kommen 3 bisher unbekannte, aber dennoch sehr sympathische Primaten dazu. Zum einen wäre da Tiny Kong, bei der ich immer noch nicht verstehe, wieso sie überhaupt existiert, denn sie hätten ja einfach Dixie nehmen können. Und sie ist für meinen Geschmack recht uninteressant, aber durch ihre Fähigkeit zu schrumpfen und zu schweben ist sie dennoch sehr hilfreich. Dann gibt es noch Lanky Kong, welcher ja, außerdem beleidigt das Spiel ihn. Zu guter Letzt wäre da Chunky Kong und meine Güte, ich liebe ihn. Lanky ist ja schon ein ziemlich komischer Kauz, aber er ist besonders. Das fängt allein schon in der Charakterauswahl an. Jeder der Kongs will unbedingt, dass du ihn auswählst, auch Chunky. Wenn du einen Member der DK-Crew auswählst, zeigt er sich von seiner besten Seite, damit du ihn auswählst. Aber Chunky hingegen wundervoll. Außerdem besitzt jeder dieser Affen die Fähigkeit, ein Instrument zu spielen. Diddy Rock beispielsweise die Gitarre und Ding Dong knallt die Bongos. Ich hab das da echt hingeschrieben. Was könnte also der muskulöseste Member of the TK Crew für ein Instrument spielen? Ne Triangel. Ne fucking Triangel. Fuck, ist das super! Ich liebe Videospiele! Die Instrumente bekommt man, by the way, von der auffällig gebauten Candy Kong. Nun ja, Donkey scheint's ja zu gefallen. Oh, hallo Donkey. Bleib locker und lass Candy dir erklären, wie sie dafür sorgt, dass du dich richtig gut fühlst. Nur für ein paar alte Münzen kannst du meine Musikinstrumente haben und bekommst noch extra Melonen dazu. Das steht da wirklich.
Ich hab keine Worte mehr dafür. Nach diesem wunderbaren Intro landen wir dann auch schon im Hauptmenü, wo wir neben der Hauptstory auch einen 4-Spieler-Multiplayer auswählen können. Der ist ziemlich spaßig, aber an sich nichts Besonderes. Man bekämpft sich bloß gegenseitig in verschiedenen Arenen. Mit Waffen. Ja, die VK-Crew ist mit Waffen ausgestattet und wir wissen wohl alle, dass es nicht unbedingt die beste Idee ist, Affen mit Waffen auszustatten. Okay, es sind Fruchtwaffen. Donkey schießt mit Kokosnüssen, Diddy mit Erdnüssen und Tiny mit Federn. Okay. Fakten über Donkey Kong 64. Die Donkey Kong 64 Charaktere hätten ursprünglich echte Waffen benutzt. Klammer auf, kurze Sprechpause, Klammer zu. Das wurde aber zwecks der Kinder- und Familienfreundlichkeit entfernt. Vielen Dank fürs Zusehen, abonniert mich für mehr Videospielfakten. Aus diesem Grund sollten wir uns also am besten auf den Singleplayer fixieren. Die Story ist recht simpel. King K. Rool hat Donkey Kongs Freunde entführt und mal wieder alle seine Bananen geklaut. Als nächstes begibt er sich mit seinem Boot zur DK-Insel und will diese mit einer fucking Kanone in die Luft jagen. Ja, während er früher immer nur auf das Klauen der Bananen und Kidnapping fixiert war, will er diesmal wohl aufs Ganze gehen und die verkackte ganze DK-Crew komplett auslöschen. Du kranker Typ, du! Bräuchtest by the way mal Augentropfen. Wenn DK also sein tägliches Workout macht, kommt Squawks vorbei und schildert ihm die Lage. Oh mein Gott, seht einfach nur, wie mitgenommen er ist. Jetzt liegt es also an DK, seine Freunde zu befreien und King K. Rool erfolgreich zurückzuschlagen. Und wie? Nun ja, indem man die Insel bis ins letzte Detail untersucht und dabei jedes einzelne verkackte Collectible findet, also Bananen, Blaupausen, Bananenfingen, goldene Bananen, Rare, Nintendo 64 und Bananenmünzen und Bananenmedaillen, welches pro Welt in jeweils 5 verschiedenen Farben zu finden gibt. Oh mein Gott, sind das viele Dinger! Oh. Und nein, das ist definitiv keine Übertreibung, denn bei Donkey Kong 64 handelt es sich genauso wie bei Banjo-Kazooie oder neuerdings auch Yooka-Laylee um einen Collectathon. Und heilige Affenscheiße, haben sie es damit übertrieben? Ein sehr beliebter Kritikpunkt an diesem Spiel ist sogar, dass es zu viele Collectibles gibt, was ich auch ehrlich gesagt nachvollziehen kann, aber tatsächlich hat mich das nie wirklich so hart gestört. Mich hat vielmehr gestört, wie man überhaupt an die Collectibles bzw. die goldenen Bananen kommt, was sozusagen die Powersterne in Donkey Kong 64 sind. Zwar sind sehr viele richtig cool zu bekommen, wie beispielsweise die goldene Banane, für die man an einen Donkey Kong Automaten einfach mal das originale Donkey Kong durchspielen muss und manche sind teilweise sogar lächerlich einfach zu bekommen, aber sehr viele bekommt man auch einfach nur durch Bonusfässer. Welcome to Bonus Stage. Hi. In diesen befinden sich Minigames, welche mal okay und mal absolut grauenhaft sind. Manche davon funktionieren nicht einmal richtig. Seht euch das an! Er bleibt da einfach vorm Loch stehen! Der soll das nicht tun! Das ist doch falsch, das... Ah! Aber an sich ist das Ganze in meinen Augen dennoch nicht allzu schlimm, da man ja nur immer eine bestimmte Anzahl an goldenen Bananen benötigt, um weiterzukommen. Es sei denn, du möchtest die 101% schaffen, denn dann wünsche ich dir viel fucking Spaß mit diesen drecksbeschissenen Biber-Wurzelmann-Minis. Aber hey, je größer der Aufwand, desto schöner das Gefühl, wenn man es geschafft hat. Auch wenn einem das Spiel stellenweise echt in den Arsch... Aber wenn es etwas gibt, womit dieses Spiel strahlt wie fast kein anderes, dann ist es definitiv Charakter. Alleine die DK-Crew, welche ich ja vorher schon erwähnt habe. Lanky ist zum Beispiel ein total seltsamer Affe, aber genau das macht ihn in meinen Augen gerade so besonders. Es gibt sogar Memes zu ihm. Sie sind sehr seltsam, aber sie existieren. Und Chunky?
muss ich das überhaupt noch weiter erläutern? Er ist mein fucking Waifu, Mann! Die verschiedenen Welten, in denen man auf Schatzsuche geht, finde ich ebenfalls richtig klasse. Außer Fabrik Fatal. Die kam ich mal ordentlich am... Alle haben einen Wiedererkennungswert und sind thematisch sehr gut in Szene gesetzt worden. Eine Welt hat ein Kamel, das so hart in die Lava rotzt, dass es zu Wasser wird. Man schwimmt dann darin. Aber dennoch, dieses Spiel ist wirklich nicht perfekt und hat einige nervige Macken, wie zum Beispiel vermehrtes Backtracking oder eine wirklich beschissene Kamera. Aber ganz ehrlich, draufgeschissen. Das Spiel ist in meinen Augen dennoch absolut großartig. Die Aufgaben für die goldenen Bananen sind abgesehen von den Bonusfässern... Entschuldigung? Verzeihung? Die Aufgaben sind schön abwechslungsreich und es fühlt sich einfach klasse an, eine dieser goldenen Bananen einzusammeln. Es mag den einen oder anderen vielleicht etwas überfordern, aber ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit DK64. Vielleicht ist es ja nur blinde Nostalgie, aber möglicherweise geht es einigen von euch genauso. Wenn ihr es also mal selbst spielen wollt, dann werde ich euch jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Und außerdem will ich mich hier ja nicht zum Affen machen.